Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Lesemonat November. Es ist mal wieder soweit, der Lesemonat steht an. Und ich muss sagen, trotz dass es der Nanovrimo war und ich 50.000 Wörter in die Tasten gehauen habe für mein neuestes Buch, für mein neuestes Manuskript, habe ich es irgendwie geschafft, trotzdem sehr, sehr viele Bücher zu lesen. Insgesamt wurden es 16 Stück, davon waren aber, glaube ich, nur die Hälfte Printexemplare. Es waren auch zwei Hörbücher dabei und der Rest, der war ein E-Book. Nur für die Statistiker unter euch. Wie immer, wenn ich Videos drehe, hat jetzt gerade noch mein DHL-Mann geklingelt. Von daher starten wir jetzt etwas verzögert mit dem ersten Buch. Wie immer starte ich mit den E-Books. Und das erste, das ich im November gelesen habe, war von keiner Unbekannten. Wer sich ein bisschen in der Booktube- und Bookstagram-Szene auskennt, der hat festgestellt, dass die liebe Franzi von Die Bücherseelen ein Buch geschrieben hat, ihren Debütroman auf den Markt gebracht hat. Und wie ihr wisst, bin ich da ja immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einfach schon viel gelesen habe von Bookstagrammern, das mir nicht gefallen hat. Aber ich muss sagen, ich verfolge ihren Kanal schon sehr, sehr lange. Und sie hat die Zuschauer auch beim Schreibprozess so ein bisschen mitgenommen. Das fand ich richtig schön. Deshalb war für mich klar, dass ich das Buch auch lesen möchte. Ich habe mich dann auch sehr gefreut, dass ich in ihr Blogger-Team eingeladen wurde und dann auch das Buch vorab lesen durfte. Es ist übrigens jetzt am 1.12. auch als Printexemplar erschienen und ich muss es nachher noch auf der Post abholen gehen. Da liegt es nämlich schon seit 3 Tagen als Geisel, weil unsere Post mal wieder spontan zu hatte. Es ist momentan wirklich ein Drama. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll ums Buch gehen. Der Lesemonat wird schon von Natur aus lang genug. Es geht um Andy, die nach Bar Haber flüchtet, würde ich jetzt mal sagen. Sie kommt aus, ja, nicht unbedingt schlechten Verhältnissen, aber sie kommt mit ihrem Stiefvater nicht klar. Der ist aggressiv und gewalttätig und eines Tages beschließt sie, einfach von zu Hause wegzulaufen und quasi vor ihren Dämonen zu flüchten. Sie kommt nach Bar Haber und lernt dort Hunter kennen. Die beiden haben mir als Protagonisten auch richtig, richtig gut gefallen, weil sie sich gegenseitig so supportet haben. Irgendwie hatte man so das Gefühl, da ist von Seite 1 an eine Connection. Jeder hat irgendwie verstanden, wenn der andere über was nicht reden wollte. Trotz des jungen Alters war da trotzdem sehr viel Reife. Es war zu spüren, dass die beiden halt beide ihre Päckchen zu tragen haben. Vielleicht hat das sie auch reifer gemacht. Hunter hat nämlich auch eine Geschichte, die er mit sich rumschleppt. Ich habe das Buch einfach super, super gerne gelesen. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, trotz der schweren Thematik. Ciao. Und ich würde es wirklich jedem New Adult Fan einfach ans Herz legen. Es hat halt einen ganz, ganz bösen Cliffhanger und ich zähle die Tage, bis der zweite Band rauskommt, aber da müssen wir uns leider jetzt noch ein bisschen gedulden. Das nächste Buch, das ich gehört habe, war Durch die kälteste Nacht von Brittany Z. Cherry. Ich habe das Buch auf meiner 22 für 22 Liste drauf und als ich gesehen habe, dass es bei BookBeat online ist, habe ich mir gedacht, ach ja, so während dem Plätzchen backen und während dem Kochen und während dem Wohnung aufräumen, hörst du das einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich persönlich höre bei Autofahren und bei Dingen, wo ich mich konzentrieren muss oder Shopbestellungen abarbeiten, am liebsten New Adult Romane, weil, das hört sich so doof an, weil man sich da nicht so drauf konzentrieren muss. Also die Geschichte läuft einfach vor sich hin und wenn man da mal eine Minute verpasst, ist es jetzt meistens auch kein Drama. Bei Fantasy ist es halt ganz oft mir schon passiert, dass ich es dann gehört habe, war kurz abgelenkt und dann habe ich irgendwie nicht kapiert, um was es jetzt weiterging. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu blöd dafür bin, aber auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, habe ich das Buch als Hörbuch bei BookBeat gehört und es geht um Kennedy Lost, die eine, ja, sehr, sehr schlechte Ehe führt. Sie hat einen großen Verlust erlitten und ihr Mann steht ihr einfach so gar nicht zur Seite und das ist halt so ein Charakterzug, das ist für mich echt Red Flag, also das wäre für mich jetzt kein Grund, dass ich eine Triggerwarnung bräuchte, aber
Partner, die den anderen nicht supporten, die einem keine Hilfe sind, die einem mehr Last als Stütze sind. Das ist einfach für mich Red Flag. Ich habe da meine Erfahrung mitgemacht. Das geht einfach gar nicht. Und ich habe so auf den ersten, weiß nicht, 10% des Hörbuchs hatte ich echt so eine Krawatte, weil mir Kennedys Ehemann so enorm auf den Keks gegangen ist mit seiner Art, dass ich echt dachte, Mädchen, nimm die Beine in die Hand und lauf. Sie zieht sich dann auch aus dem Ganzen so ein bisschen zurück und landet dann ja in einem kleinen Häuschen, das ihre Schwester gekauft hat. Sie überlässt es ihr für den Moment, sagt, komm jetzt erstmal hier runter und komm mal hier an und alles Weitere wird sich dann zeigen. Und dort trifft sie auf jemanden, den sie zuerst für einen Vollidioten hält. Das ist auch richtig witzig, so diese erste Begegnung. Ich habe da sehr, sehr gelacht. Aber es stellt sich dann eben heraus, dass sie denjenigen kennt. Woher verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber als sich dann beide daran erinnern, dass sie sich eigentlich kennen, beginnt eigentlich so die wahre Geschichte. Das steht auch so ungefähr im Klappentext. Also da verrate ich euch jetzt auch nicht zu viel. Ich versuche ja immer so spoilerfrei wie möglich über die Bücher zu reden und trotzdem aber meine Meinung zu sagen. Wer Brittany C. Cherrys Bücher kennt, der weiß, dass es immer ein, zwei schwere, tiefe Themen gibt, um die es geht und dass die Protagonisten im Laufe des Buches versuchen, sich aus dieser Lage herauszukämpfen, sich zu entwickeln. Also bei ihren Büchern merkt man immer eine starke Charakterentwicklung, was ich persönlich ja auch sehr, sehr wichtig finde. Klar, es ist schön, zwischendurch auch mal so ein bisschen flacheres Emotionsbuch zu lesen oder ein Buch mit flacheren Emotionen, aber ich persönlich bin ein Riesenfan davon, richtig von Büchern gecatcht zu werden und mit den Protagonisten mitzuleiden und das schafft sie halt einfach immer und ich finde die beiden Charaktere auch richtig authentisch, auch erwachsen. Ich weiß nicht, das muss ich anscheinend jetzt ständig dazu sagen. Ich habe halt auch in der letzten Zeit viel Bücher gelesen, wo die Protagonisten einfach kindisch waren. Sie waren auch Kinder, aber haben sich halt noch jünger verhalten und sowas kann ich halt momentan irgendwie, ja, steht mir hier, da habe ich keine Lust mehr drauf, auf kindisches Verhalten. Aber das war hier eben nicht und deshalb habe ich das Buch auch sehr, sehr gerne gelesen. Es ist übrigens der erste Band der, ich glaube, Kompass-Trilogie und ich werde mir definitiv Band 2 im neuen Jahr auch zur Brust nehmen, vielleicht setze ich es auch auf meine 23 für 23 Liste, weil Band 1 auf der 22er Liste war. Vielleicht übernehme ich das dann einfach. Dann habe ich das neueste Buch meiner Freundin Lara auch lesen dürfen, Witch of Devilishland, der erste Band der Reihe. Es geht um Ari, sie ist eine Wurzelhexe, und um Nero. Sie möchte unbedingt zu einem bestimmten Hexenkoven gehören und stellt dann fest, dass Nero dort quasi der Obermotz ist und ja, da hat sie eigentlich gar nicht so die Lust drauf. Man merkt halt, dass Ari ein Charakter ist, der sehr, sehr viel Selbstzweifel hat oder sehr viel an sich zweifelt zu Beginn. Und ja, unser männlicher Protagonist ist halt so genau das Gegenteil. Er ist super selbstbewusst und strotzt nur so von, ja, Autoritäten, nenne ich es jetzt einfach mal. Wer Laras Bücher kennt, wie zum Beispiel die Sexy Snacks, der weiß, bei Lara wird's heiß und zwischen den Beinen, holla die Waldfee, da geht's auch ganz schön zur Sache. Also wer sowas nicht gerne liest, der sollte das Buch vielleicht nicht kaufen, aber wer ein bisschen Spice verträgt, der ist damit sehr, sehr, sehr gut bedient. Es ist auch gerade der zweite Band erschienen und den habe ich zwar auch schon zu Hause, aber ich habe noch nicht gelesen und ich werde wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht mehr dazu kommen. Aber das Cover von Band 2 ist auch wunderhübsch, gefällt mir fast noch besser als das erste. Und wer auf Hexen steht und wer auf Spice steht, der ist mit dieser Reihe definitiv sehr, sehr gut bedient. Dann habe ich noch ein Buch als Hörbuch gehört, das auch auf meiner 22 für 22 Liste steht. Und zwar der erste Band von Kassadim. Ich denke, dazu muss ich jetzt nicht so viel sagen. Die meisten werden Kassadim kennen. Das Buch ist schon etwas älter und auf Bookstagram wirklich durch die Decke gegangen. Julia Dippel ist halt einfach eine Queen. Sie schreibt einfach sehr, sehr, sehr gute Bücher. Und
Ich hatte ein bisschen Angst, weil meine Freundin Lou das Buch nicht so gut fand. Und normalerweise haben wir doch relativ ähnlichen Geschmack. Aber ich habe es von vorne bis hinten geliebt. Habe mir jetzt auch direkt Band 1 bestellt und Band 2 auch, damit ich es weiterlesen kann. Ich finde, das ist ein Buch, das muss man einfach lesen. Es geht halt um Geschwister oder um mehrere Jugendliche, die als Geschwister aufgewachsen sind und plötzlich feststellen, dass ihre Eltern nicht ihre Eltern sind. Und dann kommen sie nach Kasadim und stellen halt fest, dass jedes Kind quasi zu einem anderen Haus in Kasadim gehört und eigentlich sind sie alle Prinzen und Prinzessinnen. Und es ist ein Riesendrama, es ist eine Riesenverschwörung und ich liebe es. Kommen wir jetzt aber zu den Printexemplaren. Das erste, das ich gelesen habe, habe ich leider aktuell nicht hier, weil ich es einer Freundin ausgeliehen habe. Aber es ist die Autobiografie von Matthew Perry. Es geht viel darum, dass er die Sucht nach Drogen und Alkohol überwunden hat. Es geht auch manchmal um die Zeit am Set von Friends. Also es ist so ein bunter Mix aus, mir geht's richtig dreckig und ich habe mich da rausgekämpft. Ich meine, zu einer Autobiografie muss man nicht wirklich viel sagen. Ich fand es sehr, sehr hart zu lesen, aber auch sehr, sehr interessant, weil man mal so hinter die Fassade blickt, auch hinter die Fassade vom Set. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich ihn jetzt mit völlig anderen Augen sehe, wo ich weiß, was er durchgemacht hat. Und eigentlich wollte ich nie Autobiografien lesen, weil ich die Leute eben nicht mit einem anderen Blick sehen wollte. Aber ich fand es sehr interessant und kann mir durchaus vorstellen, das jetzt mal öfter zu tun. Dann ist ein Buch hier eingezogen, das da lautet Traummänner gibt's hier nicht. Ich muss leider sagen, dass es für mich nur ein Buch für zwischendurch war. Also ich wollte es unbedingt im Herbst lesen, weil es einfach so ein wunderschönes, ja, so eine wunderschöne Herbstoptik hat. Es geht um die Journalistin Eva, die aus der Großstadt Hamburg kommt und die wird von ihrem Chef nach Vermont geschickt, mitten in die Pampa und soll sich da zurechtfinden und soll da ein bisschen über den ländlichen Charme der Stadt und des Landes berichten. Ja, und dann landet sie halt genau dort, wo sie niemals hin wollte, weil sie ist Citygirl durch und durch, trifft da auch auf einen Bewohner Vermonts, der halt der absolute Countryboy ist. Und dann ist halt dieses Trope City Girl meets Country Boy und die beiden gehen sich an die Gurgel und es geht eigentlich viel darum, dass sie sich irgendwie in ihrer eigenen Liebeskomödie und ihrem eigenen Liebesroman plötzlich wiederfindet und ja, es ist einfach eine schöne, lustige, humorvolle Geschichte für zwischendurch, aber ja, tiefgründige Gespräche waren da jetzt nicht unbedingt so viele dabei. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, hat sich einen Platz auf meiner Favoritenliste des Jahres 2022 erkämpft. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich die Autorin, die das nächste Buch geschrieben hat, auch sehr mag, auch sie persönlich sehr wertschätze, weil ich sie sehr, sehr sympathisch finde. Und alle Bücher, die ich von ihr gelesen habe, haben mir bis jetzt auch sehr gut gefallen. Ich spreche von Melanie Lane. Ich habe es ja in meinem Neuzugänge-Video bereits erzählt. Ich bin ein absolutes Fangirl von Melanie mittlerweile. Ich freue mich auch schon auf alle weiteren Projekte, weil ich einfach weiß, dass diese Frau so unfassbar gut schreiben kann. Es geht um ein Mädchen, das durch eine Lüge, nenne ich es mal, den Trip ihres Lebens macht. Sie kommt auf einmal nach Vietnam. Sie reist mit einem Kamerateam und einem berühmten Extremsportler nach Vietnam und man lernt im Buch dieses Land so enorm gut kennen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie selbst schon in Vietnam war und einiges, was die Protagonistin im Buch unternehmen, auch selbst getan hat oder gesehen hat oder erlebt hat, ich weiß es nicht, oder jemand anderes von ihr im Freundeskreis es erlebt hat. Auf jeden Fall, wenn sie nicht in Vietnam war, dann hat sie sehr, sehr gute Recherchen angestellt, weil du hattest im ganzen Buch irgendwie so das Gefühl, als wärst du mit vor Ort, als wärst du selbst in Vietnam. Und ja, es hat mich so richtig abgeholt. Ich war so richtig entspannt, hatte so ein bisschen Urlaubsfeeling, kann man fast schon sagen. Die Protagonisten sind beide total authentisch. Man startet zwar mit einer Lüge, was ich eigentlich absolut nicht leiden kann, dass eine Geschichte auf eine Lüge aufgebaut wird, aber Melanie hat das so souverän gelöst, dass ich
gar nicht böse sein konnte und Ellie trotzdem sehr, sehr gemocht habe. Aber mein Highlight war einfach Jacob, weil er zwar auch eine Lüge rausgehauen hat oder das Ganze mit einer Lüge gestartet hat, aber er war einfach so ein lebensfroher Mensch und das finde ich sehr, sehr attraktiv, auch im realen Leben, wenn jemand positiv durchs Leben geht und es war irgendwie so richtig ansteckend. Ich hatte jedes Mal gute Laune, wenn ich das Buch gelesen habe. Dann habe ich im November eine Bloggerbox von Knauer zugeschickt bekommen zu einem neuen Buch von Holly Black, das da heißt Book of Night. Und wer Holly Black kennt, der weiß, ihre Geschichten sind nicht voller rosa Herzchen. Sie sind schicksalsschwer und düster und ja, sehr viele gescheiterte Existenzen gibt es in den Büchern. Und genauso war es auch hier. Charlie ist quasi so ein bisschen als Diebin aufgewachsen. Ihr Stiefvater hat sie dazu erzogen. Aber sie hat dem Leben den Rücken gekehrt, wird trotzdem dann aber eines Tages davon eingeholt. Darum handelt so der Hauptstorystrang. Aber was ich persönlich noch viel interessanter fand, war diese ganze Geschichte um Menschen und ihren Schatten herum. Also es geht viel darum, dass man seinen eigenen Schatten lebendig machen kann, dass viele danach streben, das zu tun. In der Welt kann man auch seinen Schatten quasi abschneiden und verkaufen. Also es geht viel um diese Thematik und das fand ich total interessant, weil ich das so in der Form noch nie irgendwo gelesen habe. Ich meine, bei Fantasy kann man normalerweise das Rad nicht neu erfinden. Ich habe auch schon Geschichten über Schatten gelesen, zum Beispiel Die Schattenwanderer von meiner lieben Jess, was auch ein sehr, sehr gutes Buch ist, das ihr euch unbedingt anschauen sollt, beziehungsweise die ganze Reihe. Aber hier war es nochmal ganz anders. Da hat man einfach gemerkt, Schatten ist nicht gleich Schatten und ja, es hat irgendwie total Spaß gemacht, durch diese düstere Welt zu gehen und mit Charlie quasi die Vergangenheit aufzuarbeiten. Das nächste Buch habe ich euch auch schon im Neuzugänge-Video gezeigt und habe euch auch verraten, dass meine liebe Freundin Evie es mir geschickt hat, weil es mir nicht gut ging. Und das hat mich sehr, sehr gerührt, weil ich damit eigentlich so gar nicht gerechnet habe, aber wer rechnet schon mit spontanen Überraschungsgeschenken? Ich spreche nämlich von Westwell, Bright and Dark von Lena Kiefer. Es ist die Fortsetzung zum Westwell Band 1. Der hieß, glaube ich, Heavy and Light, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es geht auf jeden Fall weiterhin um Jess und Helena, deren Geschwister auf mysteriöse Weise gestorben sind und sie versuchen weiter herauszufinden, was damals in dieser Nacht geschehen ist. Viel mehr zum Inhalt kann ich eigentlich nicht verraten, weil ja, es ist halt einfach ein zweiter Band. Wer den ersten nicht gelesen hat, den möchte ich halt nicht spoilern zu Inhalten aus Band 1. Ich sag nur so viel, es ist sehr viel Drama, es ist Romeo und Julia meets New York meets Lena Kiefer, was diese Frau einfach schreibt, es ist unfassbar. Ich bin nach wie vor total beeindruckt von dieser Frau und ihren Büchern und liebe einfach jedes davon abgöttisch. Dann durfte ich das grandiose Finale der Catching Up with the Carters Reihe lesen, das da heißt Catching Up with the Carters in Your Arms. Hierbei geht es um die Schwester Athena, die quasi als fast letzte ihrer Geschwister noch zu Hause bei den Eltern lebt. Die Carters sind halt eine Reality-TV-Familie. Ihre Schwester Aphrodite und ihr Bruder Hadrian sind halt schon abgehauen in Band 1 und Band 2. Und sie würde am liebsten auch die Koffer packen und gehen, weil ihre Mutter halt so ein richtiger Tyrann ist und so ein, ja, Alleinherrscher über die Familie. Und sie schreibt den Leuten vor, was sie zu tun und zu lassen haben und darauf könnte ich ja auch schon mal gar nicht. Aber dann gibt es da einen Grund, der sie zu Hause hält, der dafür sorgt, dass sie es nicht ihren Geschwistern nachtut und die Show und die Familie verlässt. Fand ich auch richtig toll, weil ich irgendwie so gemerkt habe, weglaufen ist halt einfach.
Aber sie hat sich für den härteren Weg entschieden und zieht den auch wirklich knallhart durch. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also ich finde persönlich, dass sie die stärkste unter den Geschwistern ist. Sie wird ja auch in dieser Welt als die langweiligste Katerschwester betitelt. Aber ich fand einfach, dass sie nicht die langweiligste ist und dass sie sehr, sehr stark ist. Und Sam, der männliche Protagonist, ist halt sehr loyal, aber auch sehr ehrgeizig, was seinen Job angeht und steht sich da selbst manchmal so ein bisschen im Weg. Aber er ist einfach ein super, super netter Mensch und ich persönlich finde, dass jeder so einen Sam in seinem Leben braucht. Und wenn wir gerade schon bei Sam sind, was ein grandioser Übergang, da haben wir noch einen Sam, der zu gut für die Welt ist. Bleibt bei mir, Sam, von Dustin Tao, habe ich mit meiner Saarland-Gang gelesen, habe ich gerade auch wirklich am 30. beendet. Eigentlich wäre am 1.12. unser Buddy Read erst zu Ende gewesen, aber ich habe es dann doch noch abends durchgezogen, damit ich das Buch noch auf meine Lesemonat November-Liste packen kann. Ich muss leider aber sagen, dass es mich etwas enttäuscht hat. Ich habe vielleicht auch einfach was anderes erwartet, aber das Buch wurde im Englischen so gehypt in der Bookstagram-Community, dass ich dachte, ich muss es unbedingt lesen. Dann hat es noch dazu so einen wunderschönen Farbschnitt, der mich aber trotzdem auch ein bisschen kirre macht, weil hier ist hier so ein, das hat Evie auch letztens in der Story schon gesagt, hier ist so ein wunderschöner Farbverlauf. Hier gehen überall die Kirschblüten weiter, von vorne und hinten. Und hier ist einfach so ein Block. Seht ihr das? Also das ist keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, aber dieser Block finde ich ultra hässlich. Da hätte vielleicht auch so ein Farbverlauf hingemusst, aber egal, das ist einfach nur mein Monk, der wieder durchdreht. Allerdings geht es irgendwie das ganze Buch über nur um, wie heißt sie nochmal, Julie, die am Rumjammern ist. Ich meine, wir wissen alle anhand des Klappentextes auch, dass Sam stirbt und ich würde wahrscheinlich auch trauern und heulen und machen und tun. Und sie geht auch nicht auf die Beerdigung, aber andauernd kriegt sie das vorgeworfen. Ich persönlich finde, wenn du mental nicht stark genug bist, dann musst du auch nicht auf eine Beerdigung gehen. Wenn du Angst hast, dass du dort zusammenklappst, dann gehst du dich lieber unter vier Augen irgendwann nachträglich verabschieden. Also das fand ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Aber da hat irgendwie jeder auf ihr rumgehackt. Aber alle sonstigen Aktionen, die sie so bringt, sind halt total egoistisch. Und sie denkt halt gar nicht nach. Und ich meine, sie ist erst 17. Ich weiß nicht, wie wir damals waren. Also ich habe zu den Mädels auch geschrieben, waren wir mit 17 auch so? Kotz. Also ja, ich fand es super nervig. Und immer dieses ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. So Lindsay-Style von OC California habe ich es genannt. Richtig anstrengend, aber keine Ahnung. Ich habe auf den letzten Seiten auch so, so viele Tränchen vergossen, weil es mich sehr gepackt hat, das Ende. Aber mir hat einfach in dem ganzen Buch etwas gefehlt. Also es ging die ganze Zeit eigentlich nur um Julie und ihre Trauerbewältigung. Ich dachte, da passiert vielleicht noch ein bisschen mehr. Irgendwie ist so gar nichts passiert. Und am Schluss wurde dann auch nicht wirklich gesagt, wie es dann mit Julie weitergeht. Und da hätte ich mir wenigstens im Epilog noch ein bisschen mehr Input und Information gewünscht. Dann habe ich tatsächlich noch ein Buch für meine 22 für 22 Liste abgehakt. Also ihr seht, auf den letzten Metern gebe ich nochmal richtig Gas. Ich glaube, es sind jetzt auch nur noch 3 Bücher. Das sollte im Dezember machbar sein. Im November kam dann nämlich jetzt noch Faye von Katharina Herzog dazu, beziehungsweise von der Liste runter. Und es ist ein Jugendbuch, es ist sehr, sehr süß geschrieben. Wer Die Nebel von Sky von ihr gelesen hat, weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Es geht um Island, was ich als Land sowieso schon super schön fand. Und ja, es sind sehr, sehr viele Mythen und Legenden, die hier aufgegriffen werden, was mir persönlich ja sehr, sehr gut gefällt. Also in dem anderen Buch geht es ja um Schottland, hier geht es um Island. Ich finde, man merkt halt, dass sie diese nordische Mystik auch sehr, sehr mag. Wer das auch gerne mag, für den sind die Bücher auf jeden Fall gemacht. Ich finde, Faye war jetzt noch schöner als Die Nebel von Sky. Und ja, wenn jemand zufällig Bücher kennt, die so ähnlich sind wie Faye, da hätte ich aktuell sehr, sehr viel Lust, das zu lesen, dann darf er oder sie es mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder bei Instagram oder.
Last but not least habe ich noch zwei Bücher gelesen, die zu einer Reihe gehören, beziehungsweise die eine komplette Reihe sind. Das ist nämlich eine Dilogie und das sind die Eliza Moore Bücher von Valentina Fast. Und da habe ich noch einen Zettel drin. Ah, da habe ich mir, glaube ich, einen Kommentar oder einen Zitat markiert. Ja, es geht, wie der Name schon sagt, um die Protagonistin Eliza Moore, die quasi dadurch, dass ihre Schwester einfach abhaut, in eine Rolle gedrückt wird, auf die sie eigentlich gar keinen Bock hatte. Sie soll plötzlich der Liga angehören und das wollte sie nie. Und sie soll Hüterin sein und das wollte sie erst recht nie. Und dann heißt es, ja, du kriegst einen Seelenverwandten zur Seite gestellt und ihr zwei schützt das Portal, damit keine bösen Mächte in unsere Welt gelangen. Das ist so grob der Sinn einer Hüterin und eines Hüters. Dann soll sie ihren potenziellen Seelenverwandten treffen und da sprühen auch die Funken, aber bei der offiziellen Zeremonie steht plötzlich ein anderer vor ihr und darauf baut die Geschichte quasi auf. Mich hat es in vielen Momenten so ein bisschen an Isara erinnert, aber wer mich kennt und wer meinen Kanal verfolgt, weiß halt auch, dass ich Isara sehr, sehr gern mochte. Ich fand, Band 1 war so ein bisschen informativer. Man hat so die Charaktere kennengelernt, aber in Band 2 sind super viele Storystränge dann zusammengelaufen und wurden aufgelöst. Ich meine, es ist das Finale, macht auch Sinn. Aber von der Spannung her fand ich den hier viel, viel packender. Bei Band 1 muss man gleich sagen, der endet mit einem ganz bösen Cliffhanger. Also wenn ihr euch die Reihe zulegen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall gleich 2 kaufen. Also gleich Band 1 und 2, weil nach dem Cliffhanger von Band 1 wollt ihr unbedingt weiterlesen, wie es mit Eliza weitergeht. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, das wollt ihr. Ihr Lieben, das war jetzt mein Lesemonat. Wer jetzt nachgerechnet hat, der stellt fest, da fehlt ein Buch. Ja, das Buch kann ich euch nämlich nicht in die Kamera halten. Das war nämlich ein Testleseprojekt für eine ganz, ganz liebe Autorenfreundin, worüber ich noch nicht sprechen darf. Ich habe es für sie testgelesen und bin halt zu Stillschweigen verpflichtet, wollte es aber dennoch in meinem Lesemonat einmal erwähnen, dass es insgesamt 16 Bücher waren. Ja, auch wenn die Zahl eigentlich egal ist, aber ich bin ein Statistikfreund und jetzt Ende Dezember schlägt mein Herz wieder ganz, ganz schnell und ganz, ganz hoch, weil ich meine Jahresstatistik machen darf und auf dieses Video freue ich mich auch schon sehr. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu babbeln. Ihr wisst, der Lesemonat ist immer sehr, sehr lang. Ich habe diesmal echt versucht, Gas zu geben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.